So, das war's. Tag der Abreise. Ich bin jetzt hier raus. Wir fliegen heute nach Deutschland zurück und dann bin ich erstmal im Urlaub. Für mich geht's dann weiter nach Thailand. Für einen Monat. Das ist mein Jahresurlaub und nach der Sing-Man-Song-Phase ist es auch immer mal schön, dann wirklich mal einen Monat komplett raus zu sein. Aber ich nehme meine Gitarre mit und ich nehme ein bisschen was zum Filmen mit und werde wahrscheinlich von Thailand ein bisschen was berichten, denn ich habe auch meine Gitarre dabei und will dann ein bisschen Musik machen und da bin ich mal gespannt, wie das so wird. Auf jeden Fall soll es ein Urlaub sein, aber auch so ein bisschen Kreativurlaub, mal wieder ein bisschen durchatmen, vielleicht mal einen Song schreiben, ein paar Ideen sammeln und das ist so der Plan. Aber jetzt bin ich erstmal raus hier aus Südafrika. Die Staffel von Sing Mein Song ist eingetütet, sozusagen komplett alles recorded, aufgenommen und es ist gut gelaufen. Ich bin sehr gespannt, wie das dann im Fernsehen mal wieder rüberkommt, denn es sind echt schöne Songs und wir haben einen Megastar, nämlich Peter Maffay. Und da bin ich auch mal gespannt, was das für eine schöne Folge wird. Das ist eine sehr lange Folge, glaube ich, je nachdem, wie sie geschnitten wird. Aber das wird auf jeden Fall spannend. So, und jetzt geht's ab nach Kapstadt und von da aus nach Deutschland zurück. Gar nicht so einfach, hier einen Platz zu finden, wo man seine Ruhe hat, denn überall laufen hier Leute rum. Ich bin hier mitten in Thailand auf der Insel Koh Kut. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich hier einen Platz gefunden habe. Aber hier ist wirklich niemand. Das ist ein ganz komischer Strand hier, es ist überall Plastikmüll und das ist ja das alte Problem hier in Thailand. Aber wem sage ich das? Jeder, der schon in Thailand war, weiß, dass es hier ein Plastikproblem gibt. Und wir laufen auch die ganze Zeit hier rum und versuchen, unsere wiederverwendbaren Becher mitzunehmen und die Strohhalme, die aus Metall sind. Aber egal, ich will jetzt nicht über Plastikmüll schimpfen und so. Denn uns geht es ja trotzdem sehr gut hier. Wir sind, ich bin zumindest nach der 11. Sing Mein Song Staffel. Es ist die 11. Staffel gewesen. Bin ich dann direkt 2 Tage später nach Thailand gefahren in Urlaub. Und das habe ich auch früher immer in Südafrika gemacht. Da wir so oft in Südafrika unterwegs waren, habe ich jetzt den Entschluss getroffen, oder wir haben den Entschluss getroffen, wieder nach Thailand zu fliegen. Denn hier ist es natürlich auch vom Klima her so, dass man nachts draußen sitzen kann. Nachts, nicht nackt. Und kann man auch machen, wenn man will. Aber hier ist es so, dass einfach die ganze Zeit warm ist. Es ist sogar ein bisschen zu warm. Und in Südafrika, wenn man abends rausgeht, friert man doch schnell mal. Denn es wird dann doch schnell mal so ca. 12 Grad oder 13 Grad. Und hier kann man nachts sogar noch im Meer schwimmen. Ist überhaupt kein Problem. Wie auch immer. Ich bin jetzt hier und wir haben noch ungefähr 2 Wochen. Und ich versuche ja auch ein paar Videos zu machen. Es ist wirklich nicht immer so einfach, denn es ist meistens zu heiß, um überhaupt Gitarre zu spielen. Jammern auf hohem Niveau. Bei mir geht es jetzt erstmal weiter im Sommer. Ich bin ein bisschen auf Tour und was für den Kanal hier ganz interessant ist, glaube ich. Ich habe vor, ein bisschen die Sing Mein Song Sachen mal zu behandeln, meine Gitarrenjobs, die ich da hatte, was ich da gespielt habe. Und ich bin mal gespannt, wie die Staffel generell läuft. Wir haben ja einen Spezialgast Peter Maffay in der Show gehabt, was mich sehr gefreut hat. Überhaupt hat mich sehr gefreut, ihn kennenzulernen, mit ihm Musik zu machen. Das ging der ganzen Band, glaube ich, so, bin ich mir sicher. Und es war wirklich ein tolles Arbeiten mit ihm, denn wir hatten wirklich einen schönen Tag mit ihm, haben da wirklich Musik geprobt und alles Weitere kommt dann in der Show. Die läuft bald im Mai bzw. Juni und da gebe ich auch noch mal die genauen Termine durch. Ich bin jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen hier in Thailand und habe meine Gitarre dabei. Und letztes Jahr war es auch so, dass ich hier wirklich Musik machen konnte. Da habe ich einen Musiker kennengelernt und er hat mich dann eingeladen auf seine Bühne. Und
Das hat irgendwie total Spaß gemacht, weil er hat einen sehr guten Musikgeschmack. Er hat wirklich so Playlisten aufgelegt in seiner Bar mit ganz toller Singer-Songwriter-Musik und so. Und das hat mir gleich gefallen und wir haben uns auch sofort verstanden. Und er selbst spielt Gitarre so Blues-mäßig und Singer-Songwriter-mäßig. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, denn ja, wir konnten zusammen ein bisschen jammen und konnten tatsächlich ein komplettes Konzert auf seiner Bühne spielen. Denn ich habe ein paar Songs gesungen, er hat ein paar Songs gesungen. Und das war irgendwie cool. Vielleicht klappt das dieses Jahr wieder. Ich bin gespannt. Aber das wird sich erst zeigen, wenn wir zurückschippern Richtung Koh Chang, auf die Insel, auf der wir nämlich da diese Bekanntschaft gemacht haben. Und von daher freue ich mich jetzt, wenn wir da jetzt wieder aufschlagen. Und ansonsten, also wie man sieht, es ist so ein bisschen bewölkt, aber das ist eigentlich total schön, denn die Sonne knallt nicht so runter. Wir hatten gestern so einen Regen-Monsun-Sturm und es war wirklich so in unserer Hütte so 3D-Regenbeschallung. Es hat sich angefühlt wie in der Waschmaschine, aber das war total cool, denn durch den Regen hat man hier natürlich wieder so volle Flüsse und die Wasserfälle sind voll. Wir waren heute früh auch im Wasserfall schwimmen und ich bin an so einem Seil runtergesprungen. Ich versuche natürlich die ganze Zeit hier die Sache ein bisschen mit Musik zu verbinden. Darum geht es ja auch auf diesem Kanal und ich bin mal gespannt, ob ich es diese Woche schaffe, ein kleines Konzert zu spielen hier mit meiner Musik und ein bisschen Covermusik, Solo-Akustik und vielleicht schaffe ich das sogar mit einer Band zu jammen. Mal gucken, ich nehme da nichts vor, ich nehme die Sache so, wie es kommt und ansonsten machen wir hier Urlaub. Und dann geht es auch weiter auf diesem Kanal. Und wenn ich zurück bin in Deutschland, natürlich mehr mit Gitarrengeschichten. Und, aber man muss ja auch mal Urlaub machen. Ihr wisst ja, wie es ist. Man muss auch mal Urlaub machen. So, so sieht's aus. Und jetzt gehe ich wieder zurück zu meiner Vespa und fahre nach Hause. Bis dann. Everybody thinks we're wrong. Who are they to judge us? Simply 'cause our hair is long.